Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue mit mir, The Gentleman. Und wir sind gerade unterwegs Richtung des River Deltas, um dort weiter zu erkunden und dann irgendwann die Storyline weiterzuspielen. Der Colonel wartet in Albany. Gucken wir uns das an. Hier ist der Colonel. Und hier haben wir lauter Bandenhauptquartiere, die noch nicht erobert sind. Nachschublager und so weiter. Also ich vermute, hier werden wir dann erstmal, nachdem wir sozusagen mit dem Colonel Kontakt aufgenommen haben, einiges zu tun haben, um hier auch erstmal weitgehend alles auf unsere Seite zu ziehen. Naja, würde ich jetzt Was er relativ wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? straightforward. Und ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen, nicht mich in die Armee holen. Bald gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es miterrichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Richtig. Volle Segel setzen, Männer! Ja, wie gesagt, Ziel wird jetzt erstmal sein, hier unsere Mission ein kleines Stück fortzusetzen. Und anschließend können wir dann hier das River Delta erstmal weiter erkunden. Jungchen, das müssen wir nochmal üben, wie du hier vom Bord gegangen bist. Das war alles andere, nur nicht elegant. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Fort flussabwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Schließt ihr euch an, Master Cormac? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend. Das klingt doch hervorragend, oder wie war das? Was darf es denn heute sein? Ein wenig Tabak hätte ich für euch. Und zwar 8000. Und hättet ihr vielleicht noch mal ein paar Optimierungen für mein leichtes Schiff? Wir könnten mehr brennendes Öl einlagern. Wir könnten die Bomben verbessern.
Der Ramsporn ist noch nicht auf dem Level, wo wir ihn haben könnten. Ich glaube, das wäre sogar noch mal eine spannende Baustelle. Und viel mehr Interessantes haben wir auch nicht. So, voll ausgebauter Ramsporn. Noch ein wenig Stauraum für brennendes Öl. Da fehlt denn ein bisschen Holz. Die Mörserkugeln müssen warten. Das gleiche gilt auch für die Mörser. Aber da werden wir demnächst garantiert auf einen sinnvollen Punkt hinarbeiten. Ja, gut, der Ramsporn ist noch ein gutes Stück länger geworden. Hätten wir einen normalen Fuchs und hier hätten wir ein inzwischen feindliches Bandenhauptquartier. Das können wir unterwegs erstmal beseitigen. Stop. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich verdanke euch mein Leben. Geht schon mal die Fahne. Fehlt nur noch der Chef von der Truppe. Überraschung. Da
damit hätten wir schon mal das Bannenhauptquartier in diesem Bereich des River Valleys beseitigt. Wir hätten gerade sogar noch 2 Cent in der Tasche. Und hätten sogar auch noch ein Renovierungsprojekt vor Ort. Umso besser. We should move this up. Natürlich kaufe ich mir das Hostel. We have seasoned veterans among our ranks here, and yet where to be subordinate to some new. Und hier hätten wir unsere liebe Morrigan. Und hier hätten wir unser Geschäft betreiben die Franzosen Fort. Dort. Ist es nur Landnahme? Es hat mehr ökonomische denn geografische Gründe. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die lokale Autorität untergraben. Ich hörte, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den 10-fachen Preis. Gehäutet wird immer der kleine Mann. Dieser Außenposten ist als Twist. Colonel, ihr und Gist scheinen so beseelt. Ist etwas mit Wasser? Whisky? Warum fragt ihr danach, Mann? Ich glaube, Shay traut unseren Absichten. Ich verstehe, aber was macht ihr? Kolonien ein sicherer und glühender Ort werden. Amüsant. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Ich bin nicht reich, Master Cormac. Geld ist ein Mittel zum Zweck, kein Ziel an sich. Sagt ihr? Für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Wir doch mal, was wir hier treiben können. Okay. Dort sollen wir hin. Dann erkunden wir aber unterwegs dann ein ganz klein wenig. Yeah.
Jäger. Was sollte sie jetzt gerade nicht tun? Und hier passieren wir einfach. Das, was ich gerade am dringendsten brauche. Sabotage. Wie ist es doch gleich? Die Werksarbeiter haben ihre Schuhe in die Fabrikanlage geworfen, weshalb es Sabotage nach Sabu den Schuhen heißt. Eure Freunde sind leider nicht so standhaft. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Das klingt doch schon mal ganz gut. Yeah.
Fuchs und Grauwolf. Gibt's da oben auch noch? Danke für das Fell. Er wirkt leicht aufgeschreckt. Aber auf den warte ich jetzt nicht. Okay. Yeah.
Mit den Franzosen. Lasst uns nun der Morrigan damit mehr Feuerkraft geben. Wir brauchen stärkere Kanonen, bevor wir uns dem Fort nähern. Bereit? Okay. Was soll ich verbessern? Oh, es gibt Mörser. Mal wieder ein bisschen Kleingeld abholen. So, wir haben schon mal zwei Mörserbatterien. Prächtig! Dieses Fort samt Besatzung wird vor der Morrigan erzittern. Ja. Und ich glaube, das ist doch ein ganz gutes Wort zum Sonntag in Anführungszeichen. Hier ziehen wir gleich nochmal einen Cut ein. Und ich wünsche euch erstmal was. Bis morgen.